Hi Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Paper Mario The Origami King. Ist für mich das allererste Paper Mario. Deswegen mich wundert, wenn ich noch nicht alles so automatisch weiß. Wir starten mal direkt, bevor uns hier noch zu viel gespoilert wird. Und gucken uns mal die Story an. Ist das nicht toll, oder jetzt? Endlich machen wir mal wieder einen Ausflug zusammen. Das Kart fährt wie von selbst und ich kann es kaum erwarten, Prinzessin Peach zu sehen. Ist auch schon zu lange her. Viel zu lange. Und auf dem Origami-Fest wird sicher super lustig. Eine einzige große Party. Juhu! Schön, Mario Kart mit eingebaut. Family Friends. Sieht ein bisschen leer aus. Da wären wir, Toadtown. Und da ist auch der Pilzpalast. Wo sind denn alle? Sind wir etwa zu spät? Mario, sehen wir uns noch einmal die Einladung an. Na, warum sollten wir denn hier sein? Na, wann? Ich lade euch jetzt nicht zu meinem Origami-Fest in Toadtown ein. Das findet dieses Jahr am X des O. Am X des O statt. Eure Peach. Am X des O, was? Wartet euch also heute steigen. Denkst du, die stecken noch in den Vorbereitungen? Wollen wir es mal im Palast probieren? Vielleicht sind ja alle da drin. Aber mit dem Kart durch die Wand. Vollgas. Ja, so schnell fahren sie jetzt nicht. Voll die Geisterstadt. Kann ich das steuern? Nee. Da wären wir, der Pilzpalast. Ich packe nur noch schnell das Kart, ja? Ich möchte ungern Geld für den Parkservice ausgeben. Oh, wir haben sogar theoretisch einen Parkservice. Wie platt einfach ist. Sieht witzig aus von der Seite. Tut mir leid, dass du warten musstest. Gehen wir zur Prozessin. Okay, wir dürfen uns bewegen. Sieht jetzt witzig aus, wenn die sich so drehen. Und gehen wir rein, gucken, was die so parat hat. Ich hoffe, die begrüßen uns auch vernünftig. Wir sind schließlich beste Freunde. Schon seit ewigen Zeiten. Irgendwie gruselig, ja, oder? Und warum sieht man nirgendwo Toads? Mama mia, da habe ich doch glatt unser Geschenk im Kart vergessen. Ich gehe mal raus und schnell holen. Oh. Hey, da passt du durch. Das gefällt mir gar nicht. Wie soll ich denn jetzt nach draußen kommen, wenn die Tür abgeschlossen ist? Keine Sorge, Mario. Ich weiß genau, was man in solchen Situationen macht. Mario, um Hilfe bitten. Ja. Na gut, ich werde einmal tief durchatmen und den Schlüssel zur Tür suchen. Das würdest du doch auch machen, oder?
ist richtig angespornt. Falls du Prozent Peach erst siehst, sag ihr, dass ich gleich da bin. Bis später dann. Let's go! Okay. Wir haben 9 Münzen, KP 50 von 50. Können wir da rauskommen? Kann ich hüpfen? Ja. Okay, Items haben wir auch. Und auf X haben wir nichts. Okay. Mario. Eine gefaltete Peach. Wie schön, dich zu sehen. Antworte mir eins. Bist du nicht auch, dass da das Pilzkönigreich entfaltet und zu neuen Glanz erneut gefaltet werden sollte? Ja, ist auch gefaltet. Falt uns auch. Und die Towns, sollte man sie nicht für alle Ewigkeit zum Schweigen bringen? Nein. Ich verstehe. Letzte Frage. Willst du vor mir einknicken und wie ich neu geboren werden? Ja. Dann sehen wir auch so cool gefaltet aus. Einfach machen. Falsche Antwort. Richtige Antwort. Es spielt keine Rolle. Alle deine Antworten sind dünn wie Papier. Ey, ich war sogar für dich. Spannerei. Leb wohl. Tot. Mario! Spektakulärer Auftritt von dir. Nicht zu meckern. Bist du auch wegen des Origami-Fest hier? Ich finde es sehr einladend, dass man uns hier im Verlies warten lässt. Du hast König Bowser auch nicht gesehen, oder? Sieht mir gar nicht ähnlich, uns hier einfach so hängen zu lassen. Boah, Mario, du bist auch hier. So, Peter, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von... Ich meine, ich wollte immer mal gegen dich kämpfen. Super. Klasse, das ist ja richtig doll aufregend. Ich habe schon Prinzessin Peach gesehen und jetzt auch noch dich. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir die Prinzessin anders vorgestellt habe. Nicht so geknickt wie irgendwie. Geknickt, schönes Wortspiel. Kommt mit uns. Oh, Frank, was als nächstes? Ich habe noch nie einen Tod gesehen. Das ist doch ein Tod, oder? Naja, fast. Du nicht. Na, schade. Hoffentlich musst du nicht zu lange warten, Mario. Du willst sicher auch mal einen Tod aus der Nähe sehen. Wir kennen schon ganz viele. Ja, erstmal nachdenken. Mario, bist du das? Wer ist das? Ich brauche deine Hilfe. Ich bin an einem ganz merkwürdigen Ort. Okay, das wird wahrscheinlich Peach sein. Es ist eng und dunkel. So als wäre es zwischen den Dimensionen gefangen. Ist jetzt auch nicht unangenehm oder so, aber jetzt würde ich doch ganz gern wieder raus hier. Also, so nett wärst. Ja, wir retten dich wieder. So, was haben wir hier? Wow. Toll, da leuchtet ja etwas. Ja, jetzt etwas. Ist das eine Faltkreis? Wie Faltkreis? Mach mal ganz langsam, um sicher zu gehen. Leuchtet der Boden unter deinen Füßen? Ist sie das jetzt oder? Keine Ahnung. Dann ist es jetzt ein Faltkreis und jetzt musst du immer noch was finden, was man dort macht. Faltarme. X. Yay. Was geschafft? Du hast die Macht der legendären Faltarme entfesselt. Meinst du, du könntest sie einsetzen, um mich hier rauszuholen? Wer ist das, verdammt? Taste doch mal die Wand ab. Vielleicht findest du etwas dabei. Wenn die Arme außer Kontrolle und nicht richtig zentriert sind, drücke R, um sie zurückzusetzen. Ah.
Aha. Ja. Ja, nach links. So, okay. Okay, machen wir mal so. So. Greifen. Greifen. Aha. Oh, ein Sternchen. Endlich befreit aus dieser entsetzlichen Zwischenwelt. Ich meinte vorhin zwar, sie wäre ganz okay, aber das habe ich mir eigentlich nur eingeredet, um nicht in Panik zu geraten. Das kann auch helfen. Oh, das war nur diese Wand hier? Du musst Mario sein. Ich heiße Olivia und jetzt willst du sicher alles über mich wissen und warum ich da drin gefangen war. Nö. Nur haben wir im Moment leider keine Zeit dafür. Lass uns einen Weg herausfinden, bevor wir noch Falten kriegen. Ach, noch Falten? Oh, Falten. Mir hat ja nie jemand Füße gefaltet. Trägst du mich? Du kannst fliegen. Okay. So, was haben wir noch hier? Oh, ein Hammer. Nimm ich. Glückwunsch. Ein Hammer. Vielen Dank. Was hast du gefunden? Sieht ja Hammer aus. Drück doch mal B und schau, was passiert. B. Ah, oh, nice. Ich darf alles zerstören. So muss das. Ah. Ich glaube, ich habe da gerade eine ziemlich gute Idee. Ich weiß nicht, ob meine Einfälle wirklich immer gut sind, aber ich teile sie auf jeden Fall gerne mit dir. Wenn du mal nicht weiter weißt, einfach X und ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen. Ich bin sicher, wir werden ein tolles Team. Auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen. Okay, krieg ich den noch kaputt? Der sah so fest aus. Nö. Alles klar. So, wo sind wir? Lass um die Ecke gucken. Also gut, dann schauen wir mal, wo wir hier eigentlich sind. Ah, definitiv im Schlossverlies. Und zwar überhaupt nur einmal in einem Verlies. Hä? Achso, ich war. Aber ich glaube, die riechen alle gleich muffig. Fantastisch. Was haben wir hier? Aha. Ach, das wäre der eigentliche Ausgang gewesen. Komm ich irgendwie drauf? Nee. Okay, gut, dass wir direkt den Ausgang genommen haben. Was haben wir hier? Oh, wieder nichts. Hey, Schuss damit. Das war Bowser, ne? Das reizt mir aber. Ist er eigentlich, wer ich bin? Oh. Sorry, Bowser. Wir können erst mal gucken. Ich weiß schon, was ihr da mit meinem Schergen vorhabt, aber das könnt ihr euch gleich mal knacken. Und sie werden gefaltet. Und geplättet. Hey, sie werden wirklich anders gefaltet. Und zu Zombies gemacht. So wie er sich bewegt, ist ein Zombie. Was hast du gesehen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Das war der letzte. Fehlt nur noch der mit dem Bart. Vielleicht reicht die Zeit, damit ich das kurz erkläre. Sie gestalten da, das sind die so einen giftigen Eindruck machen, nennt man Fallschirm. Ich möchte keine Panik auslösen, doch sie sind super gefährlich. Wir sollten versuchen, sie zu beeilen. Was glaubst du, wie sie damit eigentlich gemeint haben? Wen? Was? Wann? Du weißt schon, das war der letzte. Der letzte? Was eigentlich? Die werden alle gefaltet. Ja, wir sind die einzigen, die normales Papier sind. Ups. Mario, bist du auch hier? Boah, fahr das denn noch? Hol mich herunter.
Selbst du weißt, dass hier man jemanden von königlichem Gemüt nicht so schädlich behandelt. Schändlich. Königlich? Oh, schön, dich kennenzulernen. Sind das dein... sind in deinem Königreich alle Bewohner nur Gesichter? Ich habe auch einen Körper. Der ist nur gerade sehr unbequem um mich selbst gefaltet. Das habe ich diesen geknickten Gestalten zu verdanken. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Aber das ist jetzt egal. Ich bin der große König Bowser. Und ich verlange sofort befreit und entfaltet zu werden. So Mario, lass jetzt endlich deine unverschämte Begleiterin links liegen und hol mich herunter. Bowser befiehlt es dir. Ich will das gleiche doch auch für dich tun. Du brauchst mich genauso wie ich dich. Gib's zu. Außerdem erzähle ich dir ein Geheimnis, wenn ich frei bin. Einem guten Geheimnis kann niemand widerstehen. Ruf. Erstmal gegen ins Gesicht hauen. Hey, jetzt lass mich ja nicht hängen. Hol mich runter. Ja, ja. Ich will aber... Oh, komm schon. Ich weiß ja, dass du ja unsere Differenzen hast, aber jetzt musst du mir einfach helfen. Sagst du noch andere Sachen? Willst du auch hier raus, oder? Die Prinzessin retten? Tja, ohne mich kannst du das glatt vergessen. Willst du auch hier raus, oder? Ah, Mist, jetzt sagt man das gleiche. Mann, ich wollte die Kiste haben. Na gut. Aufhören, das ist ja, als würde man ein Pflaster langsam abreißen. Oh, ich dachte, ich falte mich einfach wieder auf. Ha, egal. Jetzt mal zum Geheimnis, das ich dir verraten wollte. Dieser Raum hat einen geheimen Ausgang. Wieso weißt du, das ist nicht mal dein Schloss? Ich habe gehört, wie sich diese Falznasen darüber unterhalten haben. Elende, faltige Nichtsnutze. Und jetzt beeil dich und such den Ausgang. Und wenn du von hier entkommst, darfst du mich vielleicht sogar mitnehmen. Oh, danke. Zu gütig. Ach, er folgt uns. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Bowser? Tut mir leid. So. Zack. Zack. Ah. Faltarme. Das hättest du jetzt auch gerne, ne? Achso, da die Hand. Ups, beide Hände. Siehst du? Oh, wärst du ohne mich? Ich hab das tatsächlich auch so gefunden. Hey, du hast hier Feind am Techniker schon richtig gut drauf. Was war sie, ne? Ups. Sorry. Geht so, ne? Ich hab ein bisschen falsch angesetzt. Oh. Speichern. Ja, speichern. Gespeichert, hm? Na, das bedeutet wohl, dass dein Abenteuerfortschritt jetzt gesichert ist. Da bin ich aber erleichtert. Lass uns einfach immer schön speichern, wenn wir einen von diesen schillernden Blöcken sehen, in Ordnung? Okay, wenn du mal mit Plus das Menü aufrufst, findest du dort alle möglichen Sachen, die dir helfen können. Wenn du verschiedene Optionen ausprobieren möchtest oder nicht weiter weißt, schau einfach mal im Menü unter Stern unter Zahnrad-Option. Plus. Was haben wir da? Aha, nichts. Zubehör, nichts. Ausrüstung, Stiefel. Oh, wir haben Stiefel. Ein Hammer und was war's? Ist nur Stiefel und Hammer? Okay. Karte. Info. So, Zahnrad. Hier können wir noch Bewegungssteuerung. Nö, lass ich mal alles so auf Standard. Gucken wir mal weiter. Zack. Oh, schade. Mist. Gut, gehen wir nach oben. Ja, du schaffst das schon. So ein Gemecker lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Du hast es ja geschafft. Hier. Zufrieden? Öffnen. Ah, sehr schön. So, wir haben das Intro geschafft. Gucken, wer da kommt. Aha, Peach. Was?
Du solltest nicht hier sein. Du weißt einfach nicht, wo dein Platz ist, Mario. Ich werde dafür sorgen, dass du mir niemals entkommen kannst. Niemals, okay. Geduld, Prinzessin, es ist alles in Ordnung. Du bist also Mario, der Held, dem Prinzessin Peach so sehr vertraut, ja? Oh ja, du eignest dich perfekt. So schön glatt, klare Farben. Ich sehe es förmlich vor mir. Also, was meinst du? Nimmst du für die gute Sache ein paar Eselsohren in Kauf? Oder müssen wir knitterig werden? Schließt du dich uns an? Ja oder nein? Nö. Ist ja doof. Ah, nichts anderes habe ich erwartet. Und um ehrlich zu sein, hätte ich es gar nicht anders haben wollen. Sieh dir Prinzessin Peach einmal gut an. So siehst sie viel besser aus, findest du nicht? Ah, du brauchst nicht antworten. Bald schon wirst du selbst die Macht des Origami spüren. Fallschergen, zeigt euch! Okay. Oh nein, der Kleine. So ein Fallschergen habe ich noch nie zuvor gesehen, Mario. Ist das einer von deinen flachen Papierfreunden? Jetzt werde ich niemals einen Tod sehen. Oh, so traurig. Jetzt wird gefaltet! Okay, unser erster Kampf. Oh nein, das ist ein. Das ist ein erster Kampf gegen Fallschergen, oder Mario? Wir sahen Papierkameraden wurden zu Origami gefaltet. Und zwar unwiderruflich. Unwiderruflich, wow. Aber so schlimm ist es, es auch ist, du musst gegen sie kämpfen, sonst falten sie dich zu Origami. Ich würde dir helfen, aber mit meinen kleinen Ämchen würde ich mich vorausrichten. Und ich will dir nicht im Weg stehen. Ich freue mich, ich feiere dich an. Aber das Kämpfen muss ich dir überlassen. Viel Glück, Mario. Okay. Ist das mitgekommen? Eben hieß es. Was? Scharenschlacht. Keine Ahnung, was es jetzt soll. Scharen? Wovon? Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Konzentrieren. Dich zuerst auf diese Gegner, Mario. Ja, pro Gegner. Du bist von 4 Fallschlägen umzingelt. Wo sind denn die anderen 3 plötzlich hergekommen? Wenn die alle gleichzeitig angreifen, sieht es übel aus. Ich habe eine Idee. Wenn du es schaffst, alle 4 in einer Reihe anzuordnen, kannst du sie bestimmt einen nach dem anderen platt springen. So können wir mit Hilfe dieser Ringe deine Gegner bewegen und sie umgruppieren. Also wir mit Hilfe von L den Ring. Okay, Link Klassik. Den über den Ring möchtest und drücke dann A, den Ausfall zu bestätigen. Und dann tanzt nur ein stürmischer Gumba aus der Reihe. Schauen wir mal, ob wir ihn zur Ring, freien Ring bewegen können. So, A. Jetzt kannst du mit Hilfe von L den Ring so weit drehen, bis alle Gumbas schön brav aufgereiht sind. Drücke dann A zur Bestätigung. Schon angeordnet, Angriffskraft erhöht. Juhu, jetzt sind alle 4 Gumbas ordentlich aufgereiht. Wenn du Gegner so wie jetzt richtig anordnest, ist dein Angriffskraft 1,5 mal höher. Ja, 50% mehr Schaden. 1,5 mal höher bedeutet konkret, dass ich mich schnell durchgefüllt. Also, na egal. Meine Angriffe werden stärker. Also reihe die Gegner immer schön auf. Okay, müssen immer eine Reihe bilden. Alles klar, gleich können wir diese Gumbas platten. Bist du nicht auch schon so aufgeregt wie ich? Okay. Dann wähle jetzt mal mit L ein paar Stiefel aus und stelle ich mit A, um deinen Angriff zu starten. Was passiert, wenn ich jetzt den Hammer nehmen würde? Ah, wir machen das Tutorial vernünftig. Ausführen. Na, tritt in Aktion. Boom, 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 boom. Alles gut. Easy. Das war unglaublich. Ich hatte ja hohe Erwartungen an meinen ersten Mario-Sprungangriff. Aber der war ja noch besser als ich dachte. Du hast alle 4 Gumbas mit nur einem Sprung in Gefahr zur Gefahr gesetzt. Dann siehst du, was ich meine, Gegner aufzuräumen, lohnt sich. Ui, da sind ja noch mehr. Bei manchen Kämpfen lauern anscheinend mehrere Scharen von Gegnern. Scharenschlacht kommt also nicht von ungefähr. Aber wenn letzte Scharen
Oh, schön, schau. Er erscheint. Es ist wohl fast schon geschafft. Halte durch, Mario. Und diese Typen sind ein bisschen anders angeordnet. Vielleicht ist es jetzt ja mal nach Zeit für einen Hammerangriff. Ordentliche Gegner an. Okay. Mit dem Hammer triffst du einen kürzeren Bereich. Kürzeren, aber weiteren Bereich. Ja. Die mit ihrem Kreis markierten Felder zeigen dir, wo dein Hammer trifft. Ich wette, du kannst alle vier Fallschergen mit Hilfe der Ringe so anordnen, dass du sie erwischt. Also, wie gehabt, mit L auswählen, der Ring und bla 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 bla. Ja. So. So. Sehr schön. Du hast sie schön ordentlich angeordnet, dass dadurch auch deine Angriffskraft auf das 1,5-fache gestiegen ist. Letztendlich kannst du zeigen, was du mit dem Hammer auch drauf hast. Also bitte mit L Hammer und bestätigen mit A. Zack. Ausführen. Die haben nicht mal Chance anzugreifen. Hast du das gesehen? Klopp. Hey, ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Können mit Mengenrabatt. Aber nur wenn du die Gegner richtig angeordnet hast. Schwung und Hammer haben jeweils ihre eigenen perfekten Anordnungen. Denk also gut darüber nach, wie du deine Gegner anordnest, wenn du deinen Angriff planst, ja? Yay, Geld. So. Oh, das hat sich doch gelohnt. Plop, tot. Na gut, du hast also deinen ersten Gumba besiegt, bravo. Ich kann dir versichern, dass er bei weitem nicht die gefährlichste Kreatur hier ist. Es ist vor einer Zeit, diese Phase zu Ende zu bereiten. Der plötzlich lila wird. Bruder! Nein, das kann nicht sein. Ich wollte nicht glauben, dass du dahinter steckst. Jetzt habe ich dich gebeten aufzuhören. Bitte, du musst aufhören. Und zwar jetzt. Warum kann der Mario nicht dich nicht einfach an der Wand lassen, in die ich dich gesteckt habe? Schwester, wenn du dich mir in den Weg steckst, kann ich dich nicht in meinen Raum, in meinen Ruhm teilhaben lassen. Von mir hin oder her. Oh, und ganz nebenbei. Ich bin nicht länger Olli, dein Bruder. Ich bin König Olli. Wow. Wenn ich hier fertig bin, ist auch der letzte dieser erbärmlichen Tuts säuberlich gefaltet. Und Bowsers mickrige Papierhandlanger werden mir als Fallschergen dienen. Ich werde die ganze Papierwelt nach meinem Willen beugen, falten und knicken. Jetzt zu einem neuen Origami-Königreich. Seine Superkräfte. Nein, Kreppband. Verbinde. Eigentlich gibt es die Clownskutsche. Wow, der Klappe ist ganz so schwarz. Okay. Nein, Luigi ist auch tot. Speichervorgang, schön. Na, ein Glück hängt mit dem Baum fest. So, muss ich jetzt was drücken, oder?
Wahrscheinlich hängt er da so fest. Dann werden wir auch hier erstmal beenden den Part. Ja, schöne kleine Einführung haben wir gekriegt in den Kampf. Wir müssen wahrscheinlich immer dieses mit dem Drehen machen. Ja gut, wenn halt nicht, dann halt nicht, ne? Wird der Kampf ein bisschen schwerer. Wir werden sehen, wie die Story weitergeht. Ich denke mal, es bleibt erstmal dabei, dass das Schloss weg ist. Vielleicht finden wir noch in den Überresten, jetzt in dem Loch, wo das Schloss vorher stand, noch ein paar Hinweise. Oder zumindest Luigis Mütze. Gut, wir beenden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.